Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der EcoKiss Germany Webshow. Unser Thema heute lautet Solarenergie. Was ist das genau, wie funktioniert sie und wie können wir sie überhaupt einsetzen? Die Sonne ist die größte Energiequelle für unsere Erde. Da liegt es auf der Hand, dass wir versuchen, diese Energie zu nutzen. Die Sonne strahlt jede Stunde so viel Energie zu uns ab, wie die gesamte Menschheit in einem ganzen Jahr verbraucht. Das wird sie wohl auch noch einige Milliarden Jahre lang so weitermachen. Trotzdem können wir bislang nur einen Bruchteil davon wirklich für uns nutzbar machen. Ein System nennt sich Photovoltaik, abgeleitet vom griechischen Wort Photo für Licht und Volta, dem Namen des italienischen Physikers, der die Batterie erfunden hat. Bei der Photovoltaik kommt ein Stoff namens Silizium zum Einsatz. Den erkennt man an der blauen oder schwarzen Färbung auf den Solarmodulen. Durch das auftreffende Sonnenlicht wird ein Teilchenstrom aktiviert, der wiederum den Strom erzeugt. Solange also Sonnenlicht auf das Silizium trifft, entsteht ein elektrischer Stromfluss, selbst wenn es nur wenig Licht ist. Ihr findet solche Photovoltaikmodule auf Hausdächern, auf eurem Taschenrechner, Parkscheinautomaten oder als große Anlagen auf Feldern und Äckern. Mit solchen großen Anlagen lassen sich Tausende von Haushalten mit Strom versorgen. Eine andere Technik zum Nutzen von Sonnenenergie nennt sich Solarthermie. Der Begriff kommt vom lateinischen Wort Sol für Sonne und dem griechischen Wort Thermos, was so viel wie warm bedeutet. Hier nutzt man also die Wärme der Sonne. Das Prinzip dahinter ist eigentlich sehr einfach. Die Strahlen der Sonne erhitzen einen sogenannten Sonnenkollektor. In dem ist eine Flüssigkeit, in den meisten Fällen Wasser oder Öl. Die erhitzte Flüssigkeit überträgt dann die Wärme an einen Wassertank. Und mit diesem warmen Wasser kann man dann heizen, baden, waschen oder duschen. Ganz ähnlich funktioniert die dritte Technik zum Nutzen der Sonnenenergie. In großen Solarturmkraftwerken werden die Sonnenstrahlen durch Reflektoren gebündelt und auf einen Turm umgeleitet. Dort oben wird es dann über 1000 Grad Celsius heiß. Diese enorme Hitze erwärmt das Wasser zu Wasserdampf, der wiederum eine Turbine antreibt. Die Turbine erzeugt dann dadurch mit Hilfe eines angeschlossenen Generators Strom, ähnlich wie bei einem Dynamo an deinem Fahrrad. Dass dieses System hervorragend funktioniert, könnt ihr mit einem einfachen Versuch selber zu Hause kontrollieren. Ihr braucht eine CD, ein Blatt Papier, eine Schere, Kleber und Alufolie. Mit ein bisschen handwerklichem Geschick könnt ihr daraus eine Sonnenfingerheizung bauen, die wie ein Solarofen funktioniert. Genaue Bastelanleitung, wie immer, hier unter der Folge. Wenn ihr jetzt bei strahlendem Sonnenschein diese Sonnenfingerheizung über euren Finger stülpt und in die Sonne haltet, dann wird es ganz schnell ganz schön heiß. Für einen weiteren Versuch benötigt ihr einen schwarzen Schuhkarton, Klarsichtfolie und zwei Thermometer. Außerdem Papier und Stift. Was ihr dann genau damit anstellen müsst, erfahrt ihr in der Anleitung ebenfalls hier unten. Solarenergie gehört genau wie Wind- und Wasserkraft zu den sogenannten erneuerbaren Energien. Das sind Energieformen, die von uns nicht aufgebraucht werden können. Anders als Öl, Kohle oder Atomkraft. Hierfür benötigen wir Rohstoffe, die nur begrenzt auf der Erde vorhanden sind und nicht so schnell nachwachsen können, wie wir sie verbrauchen. Das war's auch schon wieder für die heutige Folge zum Thema Solarenergie. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt jetzt ganz viel zu Hause basteln. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin sage ich Servus, Tschüss, macht's gut!